Ja, guten Morgen. Heute kommt mein Tagesablauf als Busfahrer. Sowohl auf TikTok als auch die Tage ein ganz anderes Video auf YouTube. Ja, sieht man das? 2:39 Uhr. Hat mein Wecker geklingelt. Und ich muss arbeiten. Ich freue mich schon. Wir sehen uns dann. Bis gleich, bis ich ein bisschen wach geworden bin. Ich stehe immer ein bisschen früh auf, um dann noch gemütlich, keine Ahnung, was zu machen. Und erst ein bisschen wach zu werden. Bis gleich. Ciao. Ja, da sind wir wieder. Bin ich auch schon so halbwegs wach geworden. Hier so Kriegstagetasse. Und Kriegstagebuch, Meckesglas. Das allererste, was ich mache, immer dann, wenn ich aufgestanden bin, ist ein Glas Wasser trinken, um ein bisschen Geschmack in den Mund zu kriegen. Ich habe auch schon Kaffee getrunken, wie man sieht. Und da kommt halt jetzt so ein zweites Glas Wasser gleich in dem anderen Glas, weil das ich schon gestern. So, mache ich als allererstes nachher noch einen Tee. Hier habe ich schon alles vorbereitet gestern Abend. Hier meine Wasserflasche mache ich auch noch gleich. Hier, schön von der VVB. Hier sieht man auch so ein bisschen meine Wohnung. Ich hoffe, euch gefällt was. Ne? Bis dann. Bis zum nächsten Schnitt. Ciao. Ja, ich bin noch nicht so richtig wach geworden heute. Aber ich habe mir jetzt mal so ein Eistee selber gemacht, nicht von so einem Sirup. Ja, das ist der Rucksack, den ich immer so mitnehme auf die Arbeit. Ich kann auch gleich mal kurz mein Wohnzimmer zeigen. Ja, hier so ein bisschen Bilder. Da ist ein Schnieke. Tja, so meine Ablagefläche noch. Noch habe ich nichts für den Flur. Weil ich noch nichts für den Flur habe. Weil der, wie man sieht, ist der ziemlich doof geschnitten eigentlich. Da kann man nicht so richtig irgendwas hinmachen. Wenn ich was hinmache, dann mache ich hier wahrscheinlich so einen Ständer hin. So viel kleiner. Und dann irgendwie so eine Ablage aus Holz hier, irgendwie so in der Höhe vielleicht. So in der Höhe. Wäre ganz cool. Ja, dann bis zum nächsten Schnitt. Ja, ciao. So, jetzt kann man. Jetzt bin ich auch da angekommen, wo man mich zeigen kann. So ganz schick. Ich mache jetzt meine Haare fertig und dann sehen wir uns wieder. Ciao. Eine Minute später sieht das Ergebnis von meinen Haaren dann so aus. So. Sieht ganz gut aus, denke ich. Ja, gleich fange ich an. Jetzt mache ich mich noch weiter fertig. Rucksack packen. Weste ziehe ich an, weil es ist sehr kalt draußen. 3 Grad. Und irgendwie, die Krawatte nervt mich auch so ein bisschen. Die ist ein bisschen schief. Egal. Ich kriege den ein bisschen gerade. Das ist auch scheiße. Oh, ich hasse. Ich hasse es. So, jetzt hängt sie wieder gerade. Bis dann. Ciao. Ja, jetzt bin ich fertig. Alter, das ist das hier für ein Lichtdinger. Bin fertig. Wie man sieht, fertig angezogen. Haare gemacht. Jetzt geht's ab. Zur Arbeit. Bis ich starte, habe ich noch so eine halbe Stunde Puffer, wo ich mich meine Sachen fertig machen kann, holen kann. Das ist immer, also für jeden Neuanfänger, ich bin ja erst ein Jahr in der Branche, 1,5 Jahre, kann ich es nur ans Herz legen, so ein bisschen früher mal zu kommen. Vor allem, wenn man noch so einen Buswechsel oder so machen muss, ist immer besser, wenn man mehr Zeit hat als zu wenig Zeit. Jo. Bis dann, ciao, wir sehen uns unterwegs oder nach dem Abend.
Ja, ich habe einen kurzen Arbeitsweg. Ich kann sogar zu Fuß gehen zur Arbeit. Dauert 10, 15 Minuten, wenn man so ganz entspannt langsam geht. Das tue ich jetzt auch. Ja, bis gleich. So. Bin ich gleich schon da. Halbe Stunde Zeit. Nach links, rechts kommen, dann Abmarsch. Hier ist gesperrt. Bin ich mit 10. Wenn ich drauf achte, dran denken. Naja, ich fahre nachher noch Kloster Brügge. Also das heißt nachher, ich starte das erst nach meinem Dienst hoch. Und ja. Ich habe mir so nebenbei überlegt, ich mache auf TikTok nur Morgenabläufe. Nur bis morgens Abläufe. So bis 8 Uhr. Und den Rest, den ganzen Tagesablauf könnt ihr dann auf YouTube schauen. Heiße ich übrigens genauso wie auf TikTok. Ciao. Macht's gut. Bin hier in der Firma angekommen. Ich muss noch ein bisschen warten, bis ein Verkehrsmeister kommt. Und dann kann ich auch schon meine Sachen holen. So, das war jetzt ein Tagesablauf, also zumindest eine Morgenroutine eines Busfahrers. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss auch gleich los. Ich melde mich auf TikTok auf jeden Fall noch ab und zu mal dann. Und ja, bis dann. Ciao.